Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen hier bei uns aus der wunderschönen Archenholz-Sternwarte zu den Weltallforscherferien und zwar schon zum vierten Tag in Folge. Mein Name ist Christine und ich werde heute mit euch gemeinsam zum nächsten Thema hervorschreiten, denn ich hoffe, ihr habt in den letzten Tagen zusammen mit Felix und mit Martin schon ganz viel über Wetter im Weltraum gelernt, über Polarlichter, über das Magnetfeld der Erde oder aber auch über Raketen. Heute soll es mit mir noch ein bisschen weiter rausgehen, denn wir werden uns mal in unser Sonnensystem begeben. Und wie macht man das natürlich am besten? Richtig, mit Raumfahrzeugen. Und Raumfahrzeuge kennt ihr wahrscheinlich alle schon ganz gut. Vielleicht kennt der eine oder andere sogar bestimmte Raumfahrzeuge. Auf jeden Fall gibt es davon ja eine ganze Menge verschiedener Arten. Die sehen unterschiedlich aus. Die fliegen zu verschiedenen Himmelskörpern, zu Planeten, Asteroiden, Monden in unserem Sonnensystem. Und ich möchte mir mit euch gemeinsam heute mal anschauen, was es alles für Raumfahrzeuge gibt, wo wir eigentlich schon überall damit gewesen sind, also was wir genau auf Planeten, auf Monden, Asteroiden vielleicht sogar schon mal entdeckt haben. Und wir werden uns natürlich auch mal die Frage stellen, wie sieht so ein Raumfahrzeug eigentlich aus? Was braucht ein Raumfahrzeug, um auf einem Planeten überhaupt arbeiten zu können? Wie muss es aufgebaut sein? Welche Bestandteile muss es haben? Und vor allem auch, wie landet man eigentlich ein Raumfahrzeug auf einem anderen Planeten, ohne dass es irgendwie kaputt geht? Das ist auch ganz, ganz spannend. Das werden wir uns heute alles mal anschauen. Wir fliegen auf jeden Fall heute auch mal zum Mars, meinem Lieblingsplaneten nämlich. Und ganz am Ende gibt es noch ein kleines Highlight. Da werde ich euch nämlich zeigen, wie ihr beispielsweise mit Lego oder auch Duplo oder was auch immer ihr so zu Hause habt, wie ihr selber einen richtig, richtig coolen Mars Rover basteln könnt. Das zeige ich euch heute. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, denn ganz am Ende gibt es sogar noch die Möglichkeit für euch, auch Fragen zu stellen. Also wenn ihr in den nächsten 30 Minuten irgendwas nicht versteht oder irgendwas genauer wissen wollt, könnt ihr uns auf jeden Fall am Ende mal schreiben. Wir machen dann noch eine Online-Fragerunde für euch und ich beantworte euch alle Fragen, die ihr natürlich so habt. Wenn es um Raumfahrzeuge geht, dann kennt ihr bestimmt davon eine ganze Menge. Hier neben mir seht ihr schon einige. Das zum Beispiel ist so ein Raumfahrzeug, der beispielsweise auf dem Mars gelandet ist, dort unterwegs ist, dort den Planeten untersucht. Es gibt aber auch Raumfahrzeuge wie etwa diese hier, Raketen, wie zum Beispiel die Ariane 5-Rakete, die natürlich auch ins Weltall starten. Von dort aus natürlich ebenfalls ganz viel im Weltall auch tun, ob sie eben zu bestimmten Raumstationen fliegen oder halt andere Dinge irgendwo hinbringen, irgendwelche Sonden aussetzen und so weiter. Es gibt aber natürlich auch Raumfahrzeuge, diese hier. Das ist beispielsweise Philae, so heißt dieses Raumfahrzeug. Und das ist tatsächlich der erste Lander, also das erste Raumfahrzeug überhaupt gewesen, das jemals auf einem Asteroiden gelandet ist und von dort aus ganz viele Messungen durchgeführt hat und uns diese zum Beispiel zur Erde zurückgeschickt. Es gibt aber auch Raumfahrzeuge, die sehen eher so aus. Das ist zum Beispiel eine Raumsonde, die um den Mars kreist, die heißt auch Mars Express und die untersucht nicht auf dem Planeten drauf, sondern um den Planeten drumherum, den Planeten. Also von dort aus wird zum Beispiel die Temperatur gemessen, es wird geschaut, wie der Mars von oben aussieht, es werden zum Beispiel Karten erstellt, es wird zum Beispiel auch geschaut, ob irgendwo vielleicht Wasser mal geflossen sein könnte. Also ganz viele Bestandteile des Planeten wird untersucht und all diese Daten können dann eben von dieser Raumsonde zurück zur Erde geschickt werden. Oder aber auch sowas, das ist zum Beispiel Mars Insight, die schauen wir uns später nochmal genauer an, wenn wir nämlich mal zum Mars fliegen werden und da zeige ich euch mal, was diese Sonde eigentlich auf dem Mars so tut. Ja, Raumfahrzeuge gibt es also schon eine ganze Weile, ganz verschiedene von Aufbau, Funktion und so weiter. Denn wir Menschen, wir bauen schon seit über 60 Jahren solche Raumfahrzeuge und schicken sie ins Weltall. Schicken sie also raus zu Planeten, Asteroiden, zu Monden. Und man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Raumfahrzeugen, die beispielsweise ganz alleine zu einem Himmelskörper geschickt werden. Die nennt man nämlich unbemannte Raumfahrzeuge, also ohne Astronauten an Bord. Und es gibt aber auch Raumfahrzeuge, da sind Astronauten mit dabei. Und die nennt man dann bemannte Raumfahrzeuge.
Aber nicht wundern, alle Mädchen, die hier zuschauen, nur weil es bemannt heißt, heißt es nicht, dass Frauen und Mädchen nicht ins All dürfen. Das geht genauso gut. Man kann auch sagen, befraute Raumfahrzeuge, geht ganz genauso. Aber weil früher eher Männer unterwegs waren und ins All durften, nannte man das Ganze eben bemannte Raumfahrzeuge. Wenn wir uns mal anschauen, was es so für Missionen gab, wo beispielsweise Astronauten mit an Bord waren, dann gab es vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit, in der sich die Sowjetunion und die USA so einen richtigen Wettstreit geliefert haben, wer als erste von beiden im All landen oder als erstes zum Beispiel einen Menschen ins All bringen oder irgendwelche Technologien ins All bringen. Und so fingen sie an, verschiedene Technologien zu entwickeln, immer hin und her zu streiten in der Hinsicht, bis dann letzten Endes 1961 es die Sowjetunion schaffte, den ersten Menschen ins All zu befördern. Und das ist den ihr jetzt hier links seht. Das ist nämlich Juri Gagarin. Der war der erste Mensch im All. Und das neben ihm, das ist sein Raumfahrzeug gewesen, und zwar die Vostok 1. Mit der ist er einmal um die Erde gekreist und hat somit also den ersten Rekord überhaupt gebrochen. Er war der erste Mensch im Weltall. Es ging dann natürlich immer weiter. Es wurden auch mal Tiere ins All geschickt, vorher natürlich. Es wurde versucht, verschiedene andere Raumfahrzeuge ins All zu befördern, Satelliten und dergleichen. Und dann später, viele Jahre später, gab es dann natürlich die berühmte Mondlandung. Das war natürlich ebenfalls ein großes Highlight der bemannten Raumfahrt, denn insgesamt schafften es 12 Astronauten, auf dem Mond zu landen. Sie schafften es von dort aus auch ganz viel Mondgestein, ganz viele Proben vom Mond mitzubringen zur Erde, um dort eben von hier aus den Mond weiter zu untersuchen. Wir kennen also den Mond sehr, sehr gut. Er ist somit im Grunde auch das einzige Himmelsobjekt und auch das weit entfernteste Himmelsobjekt, auf dem wir Menschen, wir Astronauten, überhaupt bisher gewesen sind. Der Mond ist allerdings gar nicht so weit von der Erde entfernt. Wir kennen ja trotzdem auch ganz, ganz viele andere Orte, zum Beispiel die Planeten in unserem Sonnensystem, sei es Merkur oder die Venus oder aber der Mars, Jupiter, Saturn, Uranus oder auch Neptun. All die Planeten in unserem Sonnensystem und auch die Monde, die kennen wir ebenfalls sehr, sehr gut. Obwohl wir Menschen dort noch nie gewesen sind. Wir wissen, wie diese Orte aussehen, wir wissen, was dort für Temperaturen herrschen, wir wissen auch, wie sie aufgebaut sind, ob sie aus Gas bestehen, ob man auf ihnen landen kann. Also wir wissen eigentlich schon sehr, sehr viel über diese Planeten. Und das haben wir zu verdanken solchen Raumsonden. Es gibt ganz, ganz verschiedene Raumsonden. Raumsonden sind eben Objekte, die man ins All schickt, ohne dass dort Menschen mit dabei sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche, zum Beispiel Vorbeiflugsonden. Das sind Raumfahrt oder Raumfahrzeuge, die das Ziel haben, an verschiedenen Planeten vorbeizufliegen, aber eigentlich ein ganz anderes Ziel im Auge haben. Beispielsweise ist das die Voyager-Sonde, das sind zwei Missionen gewesen, die in den 70er Jahren das erste Mal losgeschickt worden sind, fast alle Planeten des Sonnensystems besucht haben, außer Merkur und auch die Venus. Und die sind dann also an Mars, an Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun vorbeigerauscht, haben von dort aus, von weiter Entfernung, Fotos gemacht, haben Messungen durchgeführt, haben diese Daten zur Erde zurückgeschickt, sind aber nie auf diesem Planeten gelandet. Sie sind wirklich nur vorbeigeflogen und sind mittlerweile sogar im interstellaren Raum. Also sie haben schon unser Sonnensystem verlassen und sind heute die weit entferntesten Objekte, die die Menschen jemals ins All geschickt haben. Man sieht hier auch nochmal ganz gut, wo sich oder an welchem Planeten diese beiden Sonden entlang geflogen. Beispielsweise die Voyager-Sonden, man sieht hier ganz gut, die sind hier gestartet, diese blaue Bahn, das ist unsere Erde und sind dann eben weit nach draußen geflogen. Hier beispielsweise erkennt man auch, welche Planeten sie umrundet haben oder an welchen Planeten sie vorbeigeflogen sind, ob hier beim Mars, beim Jupiter, Saturn, Uranus und auch beim Neptun und am Ende sogar noch bei Pluto vorbei. Also alle Planeten einmal mitgenommen, dort ganz viele Daten gesammelt und zur Erde zurückgeschickt. Sowas machen Sonden, die an Objekten vorbeifliegen. Es gibt aber auch Sonden,
Diese hier, das ist zum Beispiel die Juno-Sonde beim Jupiter, die werden rausgeschickt, um in den Orbit des Himmelskörpers einzudringen. Das heißt, auch diese Raumsonden landen nicht auf dem Planeten, sondern sie kreisen nur um den Planeten herum und führen von dort aus unterschiedliche Messungen durch. Also sie untersuchen von dort aus beispielsweise auch die Atmosphäre oder auch den Druck. Sie untersuchen die Temperaturveränderungen. In dem Fall Juno ist zum Beispiel gerade dabei herauszufinden, wie das Magnetfeld beim Jupiter ist. Ihr habt bei Martin im letzten Vortrag auch erfahren, wie das Magnetfeld unserer Erde funktioniert. Wir wissen, Jupiter hat auch ein Magnetfeld. Das ist viel, viel stärker als das der Erde. Aber wir wissen heute noch nicht, wie dieses Magnetfeld überhaupt entstanden ist. Und genau das soll Juno beispielsweise herausfinden. Ein anderes Beispiel für eine Sonde, die auch nur an einem Himmelskörper vorbeifliegt, ist die Sonde Dawn. Die hat es beispielsweise geschafft, zu Asteroiden zu fliegen. In den Asteroidengürtel hinein, das ist ein Bereich zwischen Mars und Jupiter, da gibt es ganz, ganz viele kleine, große Gesteinsbrocken, die da um die Sonne herumschwirren. Und Dawn hat zwei dieser Asteroiden genauer untersucht, hat auch dort Messungen durchgeführt und diese zurück zur Erde geschickt, sodass wir eben diesen Bereich heute viel, viel, viel besser kennen, aufgrund von solcher Raumsonden. Es gibt dann aber auch noch Raumsonden, wie beispielsweise Lander. Lander ist ein englisches Wort, heißt im Grunde Lander, also ein Objekt, das auf einem Planeten landet, nicht nur darum herumkreist, sondern wirklich auf einem Planeten oder auch auf einem Mond landet und von dort aus sich beispielsweise auf dem Planeten auch bewegt, also zum Beispiel auch auf dem Planeten herumfahren kann, dort ebenfalls Messungen durchführen kann. Ein Beispiel sind die Viking-Sonden 1 und 2, die sind zum Beispiel auf dem Mars gelandet, sollten dort nach Leben auf dem Planeten suchen, haben das leider nicht so ganz gefunden, aber das waren beispielsweise Versuche, wie man auf einem Planeten landen kann und sie damit eben auch untersuchen kann. Besseres Beispiel, kennt ihr vielleicht alle, habt ihr vielleicht schon mal von gehört oder sogar schon mal gesehen, das ist Curiosity, ein Rover, benannt aus dem Englischen Neugier. Und Curiosity, der ist seit etwa 2012 ebenfalls auf dem Mars unterwegs, wurde dorthin hingeschickt, um wirklich auf ihm drauf zu bleiben, mehrere Jahre dort in einem Krater herumzufahren und dort beispielsweise ebenfalls nach Wasser zu suchen, nach Spuren von Leben, dort eben zu erkunden, wie der Mars sich entwickelt hat. Solche Raumfahrzeuge gibt es also auch. Und dann gibt es noch die vierte Version von Raumfahrtsonden. Das sind die Sonden, die nur ins Weltall fliegen, um bestimmte Proben einzusammeln und die zurück zur Erde zu bringen. Man nennt diese auch Probenrückführmissionen. Schwieriger Begriff. Solche Probenrückführmissionen, die haben also als Ziel, dass beispielsweise wie in diesem Fall, dass eine Sonde zu einem Asteroiden fliegt oder einem Mond und dort auch landet, irgendwas mitnimmt an Material und das zurück zur Erde bringt, sodass diese Materialien eben auf der Erde genauer untersucht werden. Die wohl größte Rückführaktion war eigentlich waren die Apollo-Missionen. Entschuldigung. Und zwar, als auf dem Mond gelandet wurde. Dort hat man über 300 Kilo Mondgestein und auch Mondsand, Mondstaub mitgenommen, zurück zur Erde gebracht und das wurde alles dann von der Erde aus letzten Endes untersucht. Bei diesen Missionen muss man allerdings etwas aufpassen, denn es kann natürlich passieren, dass wenn man von einem Himmelskörper irgendwelche Gesteine beispielsweise mitnimmt und die zur Erde bringt und dort untersuchen möchte, dass man vielleicht unsere Erde so ein bisschen verseuchen könnte, kontaminieren. Kontaminierung ist so ein Fachbegriff, das heißt, dass man eben unsere Erde damit verseucht oder kaputt macht, weil man ja letzten Endes nicht so ganz weiß, ob die Bestandteile, also die Gesteine auf einem anderen Planeten, ob die denn auf unserer Erde nicht vielleicht gefährlich sein können. Es kann ja sein, dass es Stoffe gibt, die wir auf der Erde noch gar nicht kennen und die für uns möglicherweise auch eine Gefahr darstellen. Aber all solche verschiedenen Versionen von Raumfahrzeugen, von Raumsonden, die gibt es alle. Und ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wo wir überall schon Raum,
Fahrzeuge hingeschickt haben, was wir dort alles entdeckt haben. Und damit würde ich euch einladen auf eine kleine Reise durch unser Sonnensystem mit unserem Raumschiff. Würden wir jetzt mal von der Erde abheben und von dort aus uns auf den Weg machen zu einigen im Sonnensystem. Ich möchte euch einmal zeigen, welche Raumsonden schon in unser Sonnensystem gereist sind und vor allem, was wir über unser Sonnensystem, über einige der Planeten dort draußen, mithilfe von Raumfahrzeugen eigentlich schon alles erfahren haben. Seht jetzt hier vor uns, das ist noch unsere Erde. Unser eigener Heimatplanet, von dem aus schicken wir nämlich all diese Raumfahrzeuge hinaus ins Sonnensystem. Und wenn wir uns jetzt mal ganz, ganz langsam von unserer Erde entfernen und mal weiter hinausreisen, so dass wir nach und nach all die Planeten und anderen Himmelskörper sehen können, die in unserem Sonnensystem um unsere Sonne kreisen. Denn unser Planet, die Erde, ist ja nur ein einziger von ganz, ganz vielen. Ihr seht da gerade noch so eine rote Bahn, das war gerade der Mond. Und jetzt seht ihr noch viel, viel mehr Linien, die ihr erkennen könnt. Das alles sind die Umlaufbahnen der 8 Planeten unseres Sonnensystems. In der Mitte, da seht ihr noch so einen hellen, dicken Punkt. Das ist nämlich unsere Sonne. Um diese Sonne kreisen die 8 Planeten um. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man von der Erde aus Raumfahrzeuge hinausschickt, dann kommt das natürlich immer darauf an, wie weit ein Planet von der Erde entfernt ist. Je nachdem dauert es natürlich auch lange, bis so ein Raumfahrzeug bei dem Planet ankommt. Man muss aber auch beachten, dass die Planeten natürlich alle um die Sonne kreisen, dass auch noch alle unterschiedlich schnell unterwegs sind. Somit ist es sehr, sehr wichtig, dass man vor so einer Mission in unser Sonnensystem natürlich auch berechnet, wo sich ein Planet findet, damit man nicht einfach irgendwie 7 Jahre zu einem Planeten hinreist und dann merkt, hups, der Mars steht da ja gerade gar nicht, sondern der ist ja gerade auf der anderen Seite der Sonne unterwegs. Und aus dem Grund muss man sowas natürlich vorher ganz lange berechnen. Wenn wir uns mal die Planeten anschauen, zu denen bisher die meisten Raumfahrzeuge hingeflogen sind, dann sind das vor allem die Planeten, die am dichtesten zu unserer Erde sind. Das sind nämlich die Gesteinsplaneten, die Planeten, auf denen man auch landen kann, die eine feste Oberfläche besitzen. Und wir können uns mal einen davon ansehen, und zwar fliegen wir dafür mal zum innersten Planeten des Sonnensystems. Und das ist kein anderer als nämlich der Merkur. Jetzt ist Merkur von der Erde, seht ihr auf der dritten Bahn, gar nicht so weit entfernt. Wir bräuchten in der Regel gerade einmal 100 Tage, wenn wir auf gerader Linie direkt zum Merkur fliegen. Jetzt ist es aber auch hier wieder der Fall, der Merkur kreist natürlich auch um die Sonne, also muss man natürlich ganz gut berechnen, wann der Merkur am dichtesten sich zur Erde befindet, damit die Flugzeit auch natürlich nicht so lang ist. Aus dem Grund dauern normalerweise solche Missionen mit Raumfahrzeugen mehrere Jahre. Denn meistens fliegt so ein Raumfahrzeug nicht auf kürzester Strecke zum Merkur, sondern meistens fliegt er auch noch zur Venus, nimmt dort nochmal eine ganze Menge Schwung und fliegt dann weiter zum Merkur, um ein bisschen Energie zu sparen, um auch Kosten zu sparen, um dann eben bei diesem wunderschönen Planeten, dem wir jetzt angelangt sind, auch anzukommen. Wir sehen Merkur ähnelt so ein wenig unserem Mond. Den haben wir uns vorher auch schon mal angeschaut, denn auf dem Mond waren natürlich auch schon Raumfahrzeuge. Auf Merkur selbst, auf seiner Oberfläche, ist allerdings noch nie ein Raumfahrzeug gelandet. Bisher sind die alle um den Merkur herumgekreist. Und tatsächlich ist Merkur auch der Planet im Sonnensystem, der bisher eigentlich am allerwenigsten untersucht wurde. Denn Merkur befindet sich ganz, ganz dicht an der Sonne. Und eine Auswirkung, die Sonne ist natürlich sehr, sehr heiß und die Sonne hat auch eine sehr gefährliche Strahlung. Und aus dem Grund ist es tatsächlich für Raumfahrzeuge und vor allem auch für Astronauten besonders gefährlich, nah an den Merkur heranzufliegen, um ihn von dort aus zu untersuchen. Die Strahlung ist sehr, sehr gefährlich für Raumfahrzeuge, aber auch für Menschen und natürlich auch die extremen Temperaturen. Man ist auf dem Merkur nicht so geschützt, wie wir das auf der Erde sind.
Trotzdem haben es bisher zwei Raumsonden geschafft, den Merkur zu untersuchen. Momentan ist sogar noch eine dritte unterwegs, die ihn dann im Jahr 2025 etwa erreichen wird und auch noch weiter erkunden möchte. Und wir haben bisher über Merkur schon einiges erfahren. Das habe ich zum Beispiel angesprochen, dass wir auf Merkur ganz, ganz unterschiedliche Temperaturen besitzen. Denn wenn wir uns den Planeten mal ein wenig genauer ansehen, dann erkennt ihr hier auch gerade, auf einer Seite hier gerade ist die Sonne zum Beispiel nicht zu sehen, denn die scheint gerade auf die andere Seite. Dort ist also gerade Nacht auf dem Merkur. Und dort, wo es so dunkel ist, wo die Sonne gerade nicht hinscheint, dort haben wir auch ganz, ganz niedrige Temperaturen. Nämlich gerade mal von bis zu minus 170 Grad Celsius. Also wahnsinnig kalt. Auf der anderen Seite wiederum, da wo es jetzt hell ist, dort wo die Sonne auch hinleuchtet, dort haben wir Temperaturen von bis zu 400 Grad Celsius. Also wahnsinnig warm. Man kann auf Merkur also wunderbar schwitzen und auch gleichzeitig ganz schön frieren zugleich. Man hat also mit diesen Raumsonden unter anderem festgestellt, dass Merkur eben so starke Temperaturschwankungen hat, wie fast kein anderer Planetensystem. Man hat natürlich auch ganz viele Fotos vom Merkur geschossen. Man hat festgestellt, dass er ja sehr viele Krater besitzt auf seiner Oberfläche, die wahrscheinlich entstanden sind durch Asteroiden, die auf diesem Planeten eingeschlagen sind. Man hat festgestellt, dass Merkur nicht so ein richtiges Magnetfeld besitzt. Ihr habt ja bei Martin vor ein paar Tagen schon mal gelernt, dass unsere Erde ein Magnetfeld besitzt, dass dieses unsere Erde auch schützt, wie es funktioniert. Auf dem Merkur, da gibt es zwar auch so ein Magnetfeld, aber das ist sehr, sehr gering und ist daher eigentlich sehr gefährlich für jede Form von Menschen, Lebewesen oder eben auch Raumfahrzeugen, die auf dem Merkur einmal landen würden. Wir wissen also trotz der wenigen Missionen schon sehr, sehr viel über Merkur, aber er ist auch nicht der einzige Planet, zu dem wir bisher Raumsonden geschickt haben, denn wenn wir uns mal zum zweiten Planeten heranwagen, nämlich unserem inneren Nachbarplaneten, der Venus nämlich, dann wissen wir, dorthin sind schon wesentlich mehr Raumsonden. Schon über 50 Missionen sind zur Venus gekommen, einige erfolgreich, andere nicht ganz so erfolgreich. Es brauchte viele, viele Versuche, viele, viele neue Technologien, die ausprobiert werden mussten, bis man wirklich das Raumfahrzeug herstellen konnte, das dann letzten Endes auf der Venus auch die ganzen Umstände dort ausgehalten hat. Denn ich sage euch gleich, die Venus ist ein Planet, den man manchmal auch ganz gerne Höllenplanet nennt. Warum ist das so? Weil man hat festgestellt, mithilfe von Raumsonden, die zur Venus gereist sind, dass die Venus Temperaturen von bis zu 500 Grad Celsius besitzt. Also unfassbar heiß ist und tatsächlich somit auch der heißeste Planet in unserem Sonnensystem ist. Und das, obwohl die Venus gar nicht der dichteste Planet zur Sonne ist, so wie Merkur, sondern nur der zweitdichteste. Aber die Venus hat auf ihrer Oberfläche so ein paar Besonderheiten, die es auf ihr drauf eben so unfassbar heiß machen. Denn was man hier schon gut erkennen kann, ist, die Venus hat eine ganze Menge Wolkenbänder. Alles das, was ihr hier auf der Oberfläche seht, das sind dicke, dicke Wolken, durch die man tatsächlich auch kaum hindurchschauen kann. Die sind also so dicht gepackt, dass man da nicht einfach hindurchschauen kann und die Oberfläche der Venus sehen kann. Und diese Wolken, die haben einen ganz interessanten Effekt. Denn ihr wisst bestimmt alle, wie es in einem Gewächshaus so zu sich geht. Habt ihr bestimmt schon mal besucht. Ihr wisst bestimmt, es ist dort wahnsinnig heiß. Und im Grunde kann man die Venus auch mit so einem Gewächshaus vergleichen, denn wenn die Sonne auf die Venus strahlt, dann geht die Sonnenwärme durch diese Wolkenschichten durch, erhitzt die Venus. Und jetzt passiert Folgendes: Die Wolken lassen diese Wärme der Sonne nicht wieder raus. Also die Hitze kann nicht entweichen. Und daher wird dieser Planet extrem aufgeheizt, sodass die Venus eben ein Höllenplanet ist, unglaublich heiß ist. Und dazu kommt auch noch, dass sie einen ganz, ganz starken Treibhauseffekt besitzt. Auch das wurde mit Raumsonden gemessen. Man hat diese vielen wissenschaftlichen Daten
tatsächlich erkunden können, konnte sie aufnehmen und letzten Endes zur Erde schicken, sodass wir heute die Venus viel, viel besser verstehen und somit natürlich auch für unsere Erde Schlussfolgerungen ziehen können. Denn wir wissen alle, auch unsere Erde ist gefährdet vom Klimawandel. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Unsere Erde wird immer, immer wärmer und auch unsere Erde hat einen Treibhauseffekt. Und es könnte ja sein, dass unsere Erde vielleicht auch mal zur Venus wird. Man weiß es nicht, wir hoffen es natürlich nicht, aber durch solche Messungen, durch solche Daten von Raumsonden können wir eben genau solche Erkenntnisse und solche Entwicklungen auf Planeten der Venus nutzen, um unsere Erde zu verstehen und auch zu schützen. Die Venus war übrigens auch der erste Planet, auf dem jemals ein Raumfahrzeug gelandet ist. Und zwar war das eine sowjetische Sonde, die Venera-7-Sonde, die allererste überhaupt, die auf einem Planeten in unserem System, Sonnensystem gelandet ist. Also ganz besonders noch in dieser Hinsicht. Aber ich würde mal sagen, wir machen uns von der Venus langsam weiter hinaus. Nicht zum Planeten, der als nächstes folgt, der Erde, denn die Erde, die kennen wir natürlich, die erkunden wir natürlich auch, aber ich möchte ja mit euch weiter rausfliegen und zwar zu einem Planeten, der zum meist erforschten Planeten unseres Sonnensystems zählt. Und zwar ist das nämlich unser äußerer Nachbarplanet. Die Erde ist auf der dritten Bahn zu sehen und der vierte Planet, nämlich von der Sonne aus gesehen, zu dem wir jetzt reisen, das ist kein anderer als der Mars. Wenn man zum Mars reisen würde, dann bräuchte man dafür so ungefähr 8,5 Monate. So lange wäre man unterwegs von der Erde bis zum Mars, also schon eine ganze Weile. Wir sehen jetzt hier schon, wie er langsam auf uns zukommt, der wunderschöne rote Planet. Und es gibt tatsächlich im Sonnensystem keinen einzigen Himmelskörper, auf dem so viele Raumfahrzeuge gelandet sind, um den so viele Raumfahrzeuge, Raumsonden, Orbiter, alle möglichen anderen Versionen von Raumfahrzeugen um ihn herumkreisen und diesen Planeten erforschen. Warum ist das so? Weil der Mars natürlich ganz, ganz spannend ist. Wir wissen heute nämlich, dass der Mars auch unserer Erde mal sehr ähnlich gewesen ist. Denn die Raumfahrzeuge, die auf dem Mars gelandet sind, die haben zum Beispiel herausgefunden, dass es auf dem Mars einmal Wasser gab. Es war Wasser in großen Mengen. Es gab richtige Ozeane, Meere, Flüsse, all sowas, was wir ja heute auch auf unserer Erde finden. Dieses Wasser war eben auch flüssig. Flüssiges Wasser ist immer ganz besonders, wenn es darum geht, die Planeten zu erkunden, denn flüssiges Wasser ist die Grundvoraussetzung für Leben. Man braucht also flüssiges Wasser, damit auf einem Himmelskörper beispielsweise Leben entstehen kann. Die Erde, das wissen wir alle, hat eine ganze Menge Wasser, weshalb er auch der einzige Ort ist, von dem wir bis heute wissen im Sonnensystem, dass dort Leben entstehen konnte. Der Mars hatte also auch mal dieses Wasser und das wissen wir daher, weil es auf dem Mars Strukturen gibt, wie beispielsweise riesige Gräbensysteme, Furchen, durch die Wasser hindurchgelaufen ist. Also man weiß, dass diese Strukturen dadurch entstehen konnten, weil dort Wasser mal existent gewesen sein muss, also mal hindurchgelaufen sein muss. Das hat man herausgefunden, genauso wie man aber auch herausgefunden hat, dass dieses Wasser heute eben nicht mehr wirklich dort auf dem Mars zu finden ist. Man hat heute zumindest, man weiß heute, dass dieses Wasser verschwunden sein muss. Und man fragt sich auch heute weiterhin mithilfe dieser Raumsonden, wo das Wasser eigentlich hin ist, was mit diesem Planeten passiert ist. Wir wissen, der Mars war früher mal angenehm warm, er hatte Temperaturen von schönen 20 Grad Celsius, viel, viel Wasser, er hatte eine dichtere Atmosphäre, also eine Lufthülle um sich herum. Er hatte eigentlich alles, was man braucht, damit man auf diesem Planeten leben könnte, damit dort Lebewesen leben können. Heute hat er das aber nicht und man hat herausgefunden, dass das wohl daran liegt, dass der Mars zum einen etwas klein ist. Denn er ist im Vergleich zu unserer Erde gerade mal halb so groß. Und weil das so ist,
fällt es dem Mars relativ schwer, seine Wärme im Inneren zu halten. So hat er also im Laufe der Zeit seine Wärme verloren. Er hat damit aber auch gleichzeitig sein Wasser verloren, denn der Sonnenwind hat dieses beispielsweise weggeweht, Wasser ist aber auch verdunstet, es ist letzten Endes nach und nach verschwunden und auch die Atmosphäre um ihn herum ist durch die Strahlung der Sonne, durch die Sonnenwinde immer wieder weggeflogen, sodass heute der Mars nur noch eine ganz dünne Atmosphäre hat und er heute nur noch ein Planet ist, auf dem wir Menschen, aber auch Tiere, Pflanzen, die wir auf der Erde kennen, nicht mehr leben. Er ist also für uns ein lebensfeindlicher Planet. Das haben Raumsonden herausgefunden. Genauso wie Raumsonden auch entdeckt haben, dass er beispielsweise einen Nordpol und einen Südpol hat. Das haben wir aber allerdings auch schon mit Teleskopen erkannt. Aber man hat beispielsweise am Südpol auch herausgefunden, dass es dort unter dem Eis vermutlich flüssiges Wasser gibt. Das hat die Raumsonde Mars Express herausgefunden. Die hatten wir vorhin uns schon mal kurz angesehen. Und daher geht man nicht unbedingt davon aus, dass es jetzt auch Leben auf dem Mars gibt. Das heißt es nicht. Aber durch solche Entdeckungen kann man eben die Geschichte, die Entwicklung des Planeten natürlich besser untersuchen, besser verstehen und somit eben auch mit unserer Erde wiederum vergleichen. Der Mars ist also ein Planet, der sehr, sehr viel untersucht wurde. Ich möchte euch mal eine Raumsonde vorstellen, die tatsächlich auch heute noch auf dem Mars unterwegs ist und dort eine ganze Menge untersucht. Und dafür können wir mal ganz, ganz langsam und vorsichtig mit unserem Raumschiff hier in Richtung Mars fliegen, uns mal vorsichtig auf die Oberfläche setzen, denn dort kann ich euch mal zeigen, wo dieses Raumfahrzeug, hups, jetzt sind wir einmal durch den Mars geflogen, wo sich dieses Raumfahrzeug eigentlich auf dem Planeten befindet. Und da seht ihr schon, da steht auch etwas, denn das hier ist tatsächlich ein Lander, also ein Raumfahrzeug, das auf dem Mars gelandet ist, mit dem Namen Mars Insight. Und wir drehen uns das Ganze mal wieder richtig herum, sodass wir ihn auch besser erkennen können. Das, was ihr nämlich gerade gesehen habt, ist Innenseite des Planeten gewesen. Jetzt sind wir aber auf der richtigen Stelle und da ist er auch. Mars Insight befindet sich in der Nähe des Äquators. Denn ihr könnt auch schon erkennen, diese beiden abstehenden runden Dinger, die ihr hier seht, das sind nicht etwa seine Flügel, sondern das sind sogenannte Sonnenpaneele, also Solarzellen. Und die braucht diese Sonde natürlich, um leben zu können. Denn durch die Sonnenenergie kann eben dadurch auch Strom erzeugt werden. Und weil am Äquator eben die Sonneneinstrahlung so hoch ist, hat man diesen Lander genau dort auch platziert. Mars Insight ist seit Ende 2018 auf dem Mars unterwegs, wurde dort also gelandet und hat es zur Aufgabe, herauszufinden, wie sich der Mars in den letzten Millionen, Milliarden von Jahren so entwickelt hat. Also sie soll herausfinden, wie beispielsweise der Mars früher war, wie er heute ist, wie sich beispielsweise im Inneren die Strukturen verändert haben. Sie soll herausfinden, ob beispielsweise auch der Kern im Mars, ob der flüssig ist oder ob er auch fest ist, ob es auf dem Mars Beben gibt, ob er aktiv ist im Inneren. Sie soll aber auch messen, wie der Mars seine Wärme verliert. Denn ich hatte ja vorhin erzählt, der Mars ist ausgekühlt und genau solche Dinge soll Mars Insight eben untersuchen. Wenn man dieses Raumfahrzeug sich jetzt so anschaut, dann weiß man gar nicht so recht, wie groß das eigentlich ist. Wir wissen, der Mars, der ist wie gesagt auch ein großer Planet, halb so groß wie unsere Erde. Wenn wir jetzt aber vor diesem Mars Insight stehen würden, dann ist es im Grunde so, dass diese Sonde etwa 6 Meter lang ist. So müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Sie besteht, wie gesagt, aus diesen 2 großen Sonnenpaneelen, die sie braucht, um eben auch dort leben zu können. Genauso aber hat sie auch einen Roboterarm. Ihr seht diesen weißen langen Arm, der da nach oben zeigt. Dort sind auch noch so ein paar Instrumente dran, Bohrer, ein Greifarm. All das kann dieses Raumfahrzeug auch nutzen. Und ganz wichtig, es gibt auf Mars Insight auch Kameras, und zwar 2 Stück. Die können sogar in Farbe fotografieren, können also hier auch die verschiedenen Bodenproben oder auch
alles andere, was eben dieses Raumfahrzeug gerade untersucht, was für Experimente dort gerade durchgeführt werden, fotografieren, dokumentieren und solche Daten natürlich auch zur Erde schicken. Es gibt außerdem da oben auch noch einen Barometer. Den habt ihr hoffentlich schon kennengelernt in Felix' Video, nämlich damit kann diese Sonde auch den Luftdruck messen. Sie kann aber natürlich auch die Temperaturen messen, denn da oben gibt es auch ein Thermometer drauf. Und es gibt auch ein Gerät, und zwar dieses weiße Ründliche mit diesen Punkten drauf, diesen Löchern drauf. Das ist ein Gerät, was dafür genutzt wird, um herauszufinden, ob es auf dem Mars denn auch tektonische Aktivität gibt. Tektonische Aktivität, schwieriges Wort. Im Grunde soll also diese Sonde herausfinden, ob der Planet beispielsweise auch Marsbeben sitzt. Ihr kennt alle von der Erde bestimmt Erdbeben. Auf dem Mars wissen wir eigentlich, dass der tektonisch nicht aktiv ist, also dass er keine Platten hat, die untereinander greifen. Aber tatsächlich hat diese Sonde vor einiger Zeit, im April nämlich, herausgefunden, dass es auf dem Mars tatsächlich auch Marsbeben gibt. Und zwar wurden da in den letzten 8 Monaten fast 200 Marsbeben registriert. Und zwar genau mit diesem Gerät dort auf der Sonde drauf. Und das ist nämlich ganz, ganz spannend, weil man jetzt natürlich erforschen kann, ob es auf dem Mars früher vielleicht auch mal Beben gegeben hat, warum es die heute nicht mehr gibt, beziehungsweise warum es jetzt plötzlich welche entdeckt wurden. Man geht davon aus, dass es daran liegt, dass das Gestein im Mars immer noch kälter wird, abkühlt, dadurch anfängt zu knacken und dadurch eben solche Beben entstehen. Also all sowas soll eben weiterhin erforscht werden. In diesem Jahr noch weiterhin, bis dann irgendwann die Mission aber auch dem Ende zu Neige geht. Aber all diese Daten, und das ist das Spannende, werden eben vom Mars aus zur Erde geschickt, sodass wir diesen Planeten besser untersuchen können, besser verstehen können und somit auch natürlich auch unsere Erde besser mit dem Mars vergleichen können. Der Mars ist also der meist erforschte Planet in unserem Sonnensystem und nicht nur Mars Insight befindet sich da drauf, sondern noch viele, viele weitere Rover, Sonden, die ihn umkreisen und genau die möchte ich euch jetzt auch mal vorstellen. Ich zeige euch jetzt nämlich im Folgenden, was es noch alles für Raumfahrzeuge auf dem Mars gibt und drumherum und was die eigentlich alles schon so entdeckt haben. Natürlich gibt es aber nicht nur die Sonde Mars Insight auf dem Mars, sondern wir schauen uns auch einmal die anderen Raumfahrzeuge an, die momentan auf diesem Planeten unterwegs sind. Ihr seht es hier schon neben mir, da gibt es noch so einige andere, und zwar welche, die auch schon ganz, ganz anders ausschauen als etwa die, die wir uns bisher angeschaut haben. Wenn wir uns mal ansehen, was wir hier finden, dann können wir hier in der Mitte einmal die beiden Ingenieure sehen, beziehungsweise diejenigen, die nämlich diese Raumfahrzeuge hier sich vorstellen. Hier sind also 3 Stück an der Zahl. Zum einen hier unten haben wir einmal Sojourner, das ist ein Raumfahrzeug, das auf dem Mars mal gelandet ist. Wir haben hier ein weiteres Raumfahrzeug namens Mars Pathfinder und einen, der auch heute noch dort unterwegs ist und ganz viel herausfindet, ist der sogenannte Curiosity Rover, von dem ich auch vorher schon mal gesprochen habe. Und man sieht hier schon ganz gut anhand dieser 3 Rover, dass sie alle unterschiedlich groß sind. Also man sieht ganz gut, dass beispielsweise der erstgenannte, der ist relativ klein im Vergleich zu Curiosity, denn Curiosity, der ist in etwa schon so groß wie ein ganzer PKW und der wiegt auch schon ordentlich viel, so um die 6 Tonnen ist der schwer. Und im Grunde sind solche Rover, also im Grunde nichts anderes als Roboter auf Rädern, die auf Planeten herumfahren. Auf ihnen drauf befindet sich ein gesamtes Labor. Und mit diesem Labor können sie also alles Mögliche auf dem Planeten suchen. In der Regel hat jeder Rover auch seine bestimmten Aufgaben. Also einer hat die Aufgabe beispielsweise nach Leben zu suchen, nach Mikroben, Bakterien, Wasser auf dem Mars. Andere wiederum sollen vielleicht hauptsächlich das Klima untersuchen und das Gestein untersuchen. Also es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben und Funktionen, die diese haben und sie besitzen dementsprechend auch verschiedene Werkzeuge auf ihnen. Wenn
Ich sage, dass das im Grunde nichts anderes als ein riesiges Labor auf 6 Rädern ist, dann heißt das auch, dass es in diesem Labor beispielsweise Thermometer gibt, Barometer, dort gibt es aber auch ganz viele Werkzeuge, um in das Gestein zu bohren, um dort Bodenproben zu entnehmen. Es gibt beispielsweise auch einen Laser, dieser kann beispielsweise auch Gestein zerbrechen, kann dort aber gleichzeitig auch schon Untersuchungen vornehmen. Man kann unter anderem auch nach Aktivität im Inneren schauen mit verschiedenen Werkzeugen. Es gibt in der Regel außerdem auch, das sieht man auch hier ganz gut an diesem Arm des Rovers, eine Kamera. Und zwar meistens nicht nur eine, sondern in der Regel haben Rover mehrere Kameras. Zum einen zur Navigation, damit sie also sich navigieren können, damit sie gucken können, wo sie hinfahren. Zur Orientierung dient das also. Genauso gut aber auch Wärmekameras, sowas gibt es auch. Oder auch Kameras, um letzten Endes die untersuchten Proben, zum Beispiel das Gestein, zu fotografieren, aber auch einfach, um die Landschaft zu fotografieren, um uns auf der Erde zu zeigen, wie der Mars aussieht, um Berge, um Hügel, um bestimmte Gesteinsschichten zu fotografieren, um daraus eben zu schließen, was auf dem Mars geologisch gesehen eigentlich so zu finden ist. Was für eine Art Gestein, gab es da vielleicht mal Wasser, ist da irgendwas weggewaschen worden? All sowas kann man anhand der Kamerabilder dann eben auch erkennen. Es gibt außerdem auch noch meistens Satelliten oder Antennen auf diesen Rovern, denn natürlich müssen diese Rover auch mit der Erde kommunizieren, ganz klar. Denn es ist nicht so, dass auf der Erde jemand sitzt und mit einem Joystick wie in einem Computerspiel diesen Rover steuert den ganzen Tag und die ganze Nacht, sondern es werden meistens verschiedene Dinge programmiert und diese werden dann zum Rover geschickt, also sie werden schon einprogrammiert, sodass der Rover auch in der Lage ist, ganz eigenständig, also ganz von alleine, bestimmte Strecken abzufahren, bestimmte Dinge vorzunehmen, also irgendeine Messung vorzunehmen, ohne dass eben jemand von der Erde aus dem Rover immer wieder sagen muss, du musst jetzt das tun und jetzt musst du das tun und das tun. Denn tatsächlich dauert es relativ lange, bis ein Signal vom Mars zur Erde kommt. Also es hängt immer davon ab, wo gerade der Mars und die Erde sich befinden, denn beide kreisen ja um die Sonne, beide sind mal näher aneinander dran, mal weiter entfernt voneinander und somit dauert auch die Übertragungszeit lang. Also es kann sich unterscheiden zwischen mal 5 Minuten oder gar auch mal 25 Minuten, je nachdem. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig, dass dieser Rover also ganz konkrete Signale erhält, also in der Lage ist, auch alleine was zu machen, denn sonst muss man wirklich immer 25 Minuten warten, bis so ein Rover antwortet auf eine Frage oder auf einen Vorgang, den man zu diesem schickt. Also diese Rover sind sehr, sehr riesige Labore letzten Endes, haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sind auch in der Lage, tatsächlich auf Berge zu fahren oder auf kleine Hügel. Also auch ihr ganzes Fuhrwerk ist gelenkfähig, kann also ganz unterschiedlich auch auf dem Mars herumfahren. Wir haben hier auch nochmal ein Bild, da erkennt ihr auch nochmal, wie groß dieser Curiosity Rover in Wirklichkeit ist. Nebenan auch noch einer, der an diesem Rover gebaut hat. Der ist natürlich nicht einfach so jetzt so in einem Schutzanzug gekleidet, sondern der muss das natürlich tragen, damit er nicht irgendwelche Mikroben, Bakterien von sich selbst an diesen Rover packt und die dann zum Mars geschickt werden. Also da muss man ganz vorsichtig mit umgehen, damit da nicht irgendwelche Außeneinwirkungen auf diesen Rover treffen. Und so würde im Grunde ein Rover aussehen. Das ist jetzt in dem Fall kurz bevor er zum Mars geschickt wurde. So sah er also aus. Da wurde er noch vorbereitet auf seinen Flug zum Mars. Und genau darum geht es nämlich jetzt im Folgenden, denn es ist ja eine ziemlich spannende Sache, wie man überhaupt einen solchen Rover, überhaupt ein solches Raumfahrzeug zu Planeten schickt. Die Entfernung allein ist die eine Sache, also man braucht natürlich eine Menge Treibstoff, man muss auch schauen, wie er dort am besten hinkommt. Die Position Mars, Erde muss stimmen, sodass natürlich der Rover auch nicht ewig lange dorthin fliegt. Und es muss natürlich auch geprüft werden, wie man denn eigentlich sowas landen kann, ohne dass er kaputt geht. Wie macht man sowas? Denn auf dem Mars selbst haben wir natürlich gar keine Hilfsmittel. Wir haben dort nicht irgendwie einen Kran, der den Curiosity Rover dann auffängt oder irgendwie runtersetzt. Wir haben da auch nicht
irgendwelche anderen Hilfsmittel, die schon vor Ort sind, damit ein solcher Rover weich und sanft landen kann. All diese Dinge müssen eben vorher bedacht werden, ausgearbeitet werden. Und ich möchte euch jetzt einmal im Folgenden zeigen, wie der Curiosity Rover 2012 zum Mars geflogen ist und auch dort gelandet wurde. Ihr seht jetzt hier, wie diese Kapsel, in der sich natürlich Rover und alles andere ebenfalls befindet, gerade noch um die Erde kreist, von dort aus also beschleunigt wird. Das ist im Grunde also die Antriebskapsel. Und die wird gleich losgelöst, denn diese ganze Kapsel hier oben, die brauchen wir gar nicht, sondern im Grunde nur dieses Stück, was ihr jetzt hier seht. Das ist alles, was jetzt in extrem schneller Geschwindigkeit zum Mars reisen wird. Ganz gut, das sind beispielsweise auch Sonnenpaneele, beispielsweise Solarzellen, die benötigt werden, damit eben auch hier Energie erzeugt wird, damit also so ein Raumfahrzeug über lange Zeit, 8,5 Monate insgesamt, dann auch sicher zum Mars reist. Ihr seht, jetzt wird plötzlich dieses Marsflugmodell wird abgelöst und die Kapsel, die ihr hier seht, die Kapsel und auch der Rover, der nämlich innen drin ist, die fliegen mit rasanter Geschwindigkeit auf die Marsoberfläche zu. Und was jetzt passiert, ihr seht nämlich hier vorne auch nochmal so ein Schutzschild. Das braucht man, um eben vor der gefährlichen Strahlung geschützt zu sein, aber vor allem auch, weil beim Eintritt in die Atmosphäre des Mars dieses Schutzschild auf Temperaturen steigt, die etwa so hoch sind wie die Oberfläche der Sonne. Also wir haben jetzt teilweise 5000 Grad Temperatur dran und dieses Schutzschild schützt letzten Endes beim Anflug auf den Mars den Rover und auch alles mit drin. Also das ganze Labor, die ganze Technik, all das muss natürlich auf dem Mars ankommen, ohne dass irgendwas beschädigt wird. Und dann passiert Folgendes, es wird losgelöst und ein riesiger Fallschirm öffnet sich. Und dieser Fallschirm, der bringt dann trotzdem immer noch in sehr rasanter Geschwindigkeit diese Kapsel runter. Und dann wird all das mit Triebwerken nochmal angesteuert, denn die Atmosphäre ist auf dem Mars viel zu dünn, als dass der Ballon ganz allein diesen Rover auf den Boden setzen kann. Daher muss damit nochmal die Geschwindigkeit abgebremst werden, um dann letzten Endes den Rover mit all seiner Technik sanft und ja, möglichst vorsichtig auf den Mars zu manövrieren, so dass er dann letzten Endes auf dem Marsboden aufsetzt. Funktioniert das also? Es folgt natürlich noch ein Schritt, ihr seht es jetzt, bevor er nämlich aufsetzt, wird auch noch ein Kran rausgefahren und dieser Kran, der ist eigentlich letzten Endes verantwortlich, dass der Rover also langsam auf dem Boden aufgesetzt wird, um eben auch hier nochmal, hier wird nämlich auch nochmal die Bremsgeschwindigkeit verlangsamt, sodass er ganz vorsichtig genauso auf dem Mars dann landet. Diese Antriebe, also dieses Modul, das fliegt dann wieder weg, das braucht man nicht mehr, denn von nun an ist der Rover ganz alleine auf dem Mars, natürlich zusammen mit den anderen Rovern. Und jetzt erstmal eine aus. Wird von der Erde aus mit Hilfe anderer Raumsonnen, die um den Mars kreisen, Kontakt aufgenommen zu Curiosity, um erstmal zu schauen, ob er zum einen, ob alles in Ordnung ist, ob er wirklich gelandet ist, ohne dass was passiert ist, ohne dass was kaputt ist. Und dann werden nach und nach alle Instrumente, alle Module von Curiosity angesprochen, man schaut, ob alles funktioniert, es wird alles langsam ausgefahren, es dauert eine ganze Weile, damit überhaupt sicher gegangen werden kann, dass wirklich alles intakt ist, dass nicht irgendwas kaputt gegangen ist. Denn das ist ganz, ganz wichtig, bevor er irgendwie losfährt und dann schon anfängt, ein Experiment durchzuführen und dann funktioniert plötzlich irgendwas nicht. Das wird also vorher getestet, das sieht man jetzt hier auch nochmal ganz gut.
Auch der Kameraarm wird ausgefahren, die Antennen, genauso wie auch alle anderen Werkzeuge, werden einmal überprüft. Es wird geschaut, ob letzten Endes also alles so funktioniert, wie es soll, bevor er dann letzten Endes dann auch ersten Messungen durchführt, beziehungsweise schaut, ob er dazu in der Lage ist, ob der Bohrer funktioniert, ob die Werkzeuge alle funktionieren. Und hier kann man auch mal sehen, wie sowas funktioniert, wenn man beispielsweise in das Maßgestein reinbohrt. Man sieht hier jetzt diesen Laser, der auch nochmal dieses Gestein zerbrechen kann, durchbrechen kann und hier auch gleich beispielsweise die Wärme analysiert werden kann. All diese Daten, die jetzt hier nämlich dabei entstehen, bei diesen Messungen, die werden dann nach und nach zur Erde geschickt. Also all die Ergebnisse dieser Messungen und daraus können wir dann also alles Mögliche über diesen. Das heißt, mit diesen Rovern werden also nicht wirklich die Proben, also nicht das Gestein selbst zur Erde geschickt, sondern wirklich bereits die Ergebnisse. Also es wird nur dieser Rover allein, der ist dafür zuständig, dass all das im Grunde durchgeführt wird und diese dann zur Erde geschickt. So sieht also letzten Endes eine Landung aus, wenn Curiosity auf dem Mars abgesetzt wird. Und um das nochmal in einem Größenvergleich euch darzustellen, könnt ihr hier jetzt nochmal sehen, wie riesig eigentlich diese Kapsel ist, in die Curiosity reinpassen muss. Denn das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man einen solchen Rover konstruiert, dann sollte er natürlich nicht riesig groß sein, denn es muss ja möglich sein, dass er in einer solchen Kapsel letzten Endes überhaupt von der Erde loskommt, überhaupt über so weite Strecken fliegen kann, nicht zu schwer ist, aber trotzdem noch groß genug ist, dass eben alle Instrumente an Bord sind und genug auch untersucht werden kann. So sah das übrigens aus, als Curiosity in dieser Kapsel drin war. Das sieht alles so ein bisschen, ja, sieht eigentlich ein bisschen durcheinander aus, als wäre alles hier irgendwie so reingeengt worden, aber tatsächlich hat man es wirklich so gemacht, damit der Rover wirklich sicher auch landen kann. Die Fahrwerke wurden im Grunde so ein bisschen eingefahren, damit da nicht alles irgendwie rumliegt. So sah es letzten Endes in dieser Kapsel aus. Und hier seht ihr auch einmal, wie riesig dieses Schutzschild war. Das ist im Grunde dieses Schutzschild, was durch die Atmosphäre durch ist und den Rover vor der Hitze schützt und was letzten Endes extrem heiß wird auf der. Ihr seht auch hier oben im Größenvergleich einmal die Person, die gerade an diesem Schutzschild arbeitet. Da seht ihr mal, wie klein der ist im Vergleich zu diesem Schild. Und auch, was natürlich ebenfalls ganz wichtig war, ist der Fallschirm. Dieser Fallschirm ist 16 Meter im Durchmesser groß, ist der größte jemals gebaute Fallschirm, den es jemals gab, der auf der Erde gebaut wurde, eben für diese Mission. Und tatsächlich wurden ganz, ganz viele Mars-Rover-Missionen mit Fallschirm eben zum Mars gebracht. Genau darauf wird eben immer wieder zurückgegriffen. Also eine ganz, ganz wunderbare Methode, um letzten Endes ein Raumfahrzeug sicher und weich und sanft auf einem Himmelskörper landen zu lassen. Und das war es auch heute schon wieder mit den Welterforscherferien. Tag Nummer 4. Es ging heute um Raumfahrzeuge in unserem Sonnensystem. Und ich bin mir sicher, ihr habt wahrscheinlich jetzt eine ganze, ganze Menge Fragen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Dann könnt ihr diese nämlich auch noch stellen, denn wir werden nämlich nachher auch noch eine kleine Fragerunde durchführen. Um 15 Uhr ist es nämlich soweit. Ihr könnt euch oder könnt uns eure Fragen einfach per E-Mail beispielsweise schicken. Wir beantworten die dann nachher in einem Livestream für euch. Auch da ist auch noch mal ein Chat für euch eingerichtet. Also wenn ihr auch zwischendrin Fragen habt, könnt ihr die dort ebenfalls stellen. Wir beantworten die dann hoffentlich alle. Ich würde mich freuen, wenn ihr also später wieder mit dabei seid. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Verpasst die anderen Videos nicht, die noch folgen, oder schaut euch gerne auch die an, die wir euch schon gezeigt haben, falls ihr die verpasst haben solltet. Vielen Dank fürs Zuschauen heute, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei den Welterforscherferien.